Klein, aber fein, zwei Gewürzschälchen aus Silber kamen bei Bares für Rares ganz groß raus. Denn was Horst Lichter bereits ahnte, bewahrheitete sich im Händlerraum. Alle wollten die hübschen Objekte haben und ließen den Preis in die Höhe schießen. Das sieht aus wie Salieren, erkannte Horst Lichter die Rarität sofort. Oder Gewürzdinger. Allerdings wusste der Bares für Rares Moderator noch nicht, wie sehr Walter Lehnertz und die anderen Bares für Rares Händler auf diese Gewürzdinger abfahren würden. Wo habt ihr das denn her? Wollte Lichter wissen. Das haben wir mal von einer alten Dame geschenkt bekommen. Das war mal eine Art Mitbringsel, als wir sie mal zu uns eingeladen haben, erzählten Evelin und Wolfgang. Wir haben hier zwei Gewürzschalen mit den dazugehörigen Löffeln, begann Patrick Lessmann die Expertise. Das diente damals als Tafelaufsatz. Die Salieren aus jeweils zwei Jakobsmuschelhälften bestanden aus Silber mit Vergoldung an der Innenseite. Komplett vergoldet waren die dazugehörigen Silberlöffel. Den Handgriff bildeten zwei Delfine. Die erinnern hier aber ein bisschen an Fabelwesen, kommentierte Lessmann die kreative Gestaltung. Auf der Unterseite sehen wir vier runde Kugelfüße, die hier für einen festen Stand sorgen, zeigte der Experte das Objekt von allen Seiten. Leider wackelte eine der Salieren und stand nicht ganz so fest wie erwünscht, das lasse sich aber leicht wieder richten, war sich der Experte sicher. Wir sind hier im Bereich des Historismus, ordnete Lessmann die Silberware zeitlich zwischen 1890 und 1900 ein. Die Stempel wiesen auf den deutschen Hersteller Bruckmann Söhne aus Heilbronn hin. Schön finde ich die Originalschachtel dazu, bemerkte Horst Lichter die passende Verpackung. Evelin formulierte ihren Wunschpreis für das Silberset. Wir dachten so an Waldis 80 Euro. Patrick Lessmann wog die Teile. Das würde einem Materialwert von ca. 30 Euro entsprechen. Für die hübsche Gestaltung ging er jedoch auf einen Schätzpreis von 150 bis 200 Euro nach oben. Lichter ahnte großes Interesse im Händlerraum. Das ist einfach nice to have. Ein kurzer Blick ins Kästchen und Fabian Karl war sofort dabei. Sehr schön. Wolfgang Pauritsch raunte. Delfine? Boah! Karl lobte den guten Zustand und die originale Box. Das macht wirklich was her. Sein Startgebot von 150 Euro erhöhte Joos van Katwijk sofort auf 170 Euro. Mit 190 Euro stieg auch Pauritsch in die Verhandlung ein. Walter Lehnertz bot 200 Euro, obwohl ich es noch gar nicht gesehen habe. Und schon begann das Wettbieten. Die sind wirklich schön, wollte Waldi die kleinen Muscheln gerne haben. Doch Joos van Katwijks Gebot von 300 Euro ließ ihn zögern. Habt ihr überhaupt so eine Tischkultur zu Hause? Fragte Lehnertz seinen Kollegen. Nein, grinste der, also erhöhte Lehnertz auf 310 Euro. Joos van Katwijk ging noch auf 320 Euro und bekam die begehrten Salzschälchen. Damit erzielte Evelin sogar umgerechnet 4 Waldis, den vierfachen Wunschpreis. Super, 320 Euro, mehr als erwartet, strahlte die glückliche Verkäuferin. Da haben wir nicht mit gerechnet, freute sich ihr Mann Wolfgang über den lukrativen Besuch in der Trödelshow. Keine kleinen Scheine mehr? Waldi, muss Kaufpreis aufrunden? Ebenfalls verkauft wurde das Collier mit Smaragden und Brillanten aus den 1960er oder 70er Jahren mit einem Schätzwert von 4.000 bis 4.200 Euro. Für 3.500 Euro gab die Verkäuferin ihr Schmuckstück an Elke Felten ab. Die wollte das Collier ein wenig umarbeiten und moderner gestalten. Das Werbeplakat der vierte Ausstellung für Luftfahrtbewegung in Paris aus dem Jahr 1912 bewertete Detlef Kümmel mit 1.800 bis 2.000 Euro. Die Verkäuferin wollte jedoch 3.500 Euro haben und verzichtete auf die Händlerkarte.
Das unsignierte und undatierte Ölgemälde zeigte laut Expertin Dr. Friederike Werner die Darstellung der Entdeckung der Malkunst und stammte aus der Zeit zwischen 1830 und 1850. Den Wert schätzte sie auf 1000 bis 1500 Euro. Die 600 Euro von Wolfgang Pauritsch blieben zwar weit unter der Expertise, übertrafen jedoch den Wunschpreis des Verkäufers. Die Likörflasche Bols, Ballerina, Apricot Brandy mit Spieluhr und einer tanzenden Ballerina aus dem Jahr 1967 wurde auf 120 bis 150 Euro geschätzt. Walter Lehnertz gefiel die Flasche so gut, dass er sich von den Händlerkollegen zu 180 Euro hochhandeln ließ. Aus Mangel an kleinen Scheinen musste er auf 200 Euro aufrunden.